In diesem Produktfilm stelle ich Ihnen ganz schnell und ganz kurz ein Add-on Color FX Filter Pack vor. Es gibt es für die Rotolite Anova, die wir ja auch vertreiben, und da sind interessante Filter drin, die in Kombination mit den Einstellmöglichkeiten für die Anovas, also die Bicolor-Variante wie auch die normale Tageslicht-Variante, hervorragend geeignet sind. Ich habe mal jetzt einfach hier so diesen blauen Filter ausgesucht. Die Filterscheiben sind hier einfach drin. Ganz einzeln, einfach lose, und kann man sich dann hier einfach rausnehmen und ganz normal hier oben einstecken und abnehmen auch. Ne? Die Filterscheiben sind sehr dünn, werden einfach hier in die Klammern am Ring der Rotolite einfach eingesetzt. Das hatte ich Ihnen auch schon mal in dem einen Produktvideo gezeigt von der Rotolite Anova selber. Am besten auch mal draufklicken, gibt es auch hier bei uns im Channel zu finden. Und jetzt werde ich mal einfach das Licht ausmachen und hier mit diesem blauen Effekt mal so ein bisschen rumspielen. Das ist also jetzt die blaue Folie, die ich hier eingesetzt habe, und die blaue Folie ist natürlich für den sogenannten Police-Effekt, den ich mit der Anova erzeugen kann, hervorragend geeignet. Ich mache den einfach mal an. Ist also hier dieses intervallmäßige Aufleuchten. Es geht natürlich jetzt bei der Rotolite nicht darum, dass man hier einfach reinguckt, um diesen Effekt zu haben. Die Rotolite würde jetzt irgendwo bei einer Filmaufnahme zum Beispiel von außen auf eine Hauswand leuchten. Und es würde also suggeriert werden, dass da zum Beispiel jetzt einfach ein Polizeiwagen steht, der halt eben dann intervallmäßig ohne Sirene einfach dann das Licht einfach so anlässt. Dieser Effekt kann natürlich auch dann dementsprechend mit der Rotolite selber, die man noch verstellen kann, dementsprechend anders eingestellt werden. Nach oben zur Decke zum Beispiel auch. Ich wäre natürlich jetzt ausgeleuchtet in der richtigen Hollywood-Produktion, um dann, wie gesagt, einfach hier dieses Licht, dieses Blaulicht dann zu simulieren. Aber wir haben ja noch ein paar andere Farbfilter, und dann fangen wir jetzt direkt mal mit dem nächsten an oder machen mit dem nächsten weiter. Das wäre dann jetzt der Rotfilter, den ich mir rausgesucht habe. Ist natürlich jetzt von hinten stark angestrahlt. Er ist rot. Macht rotes Licht, um da zum Beispiel auch diesen Feuereffekt dann noch so ein bisschen zu unterstützen. Wie man das sehen kann, jetzt hier auf der Haut auch, und auch natürlich hier gilt die Devise, dass dann die Rotolite dementsprechend einfach irgendwie anders eingestellt wird, also aufgestellt wird logischerweise auch, um dann zum Beispiel jetzt so einen Feuerschein zu suggerieren. Je weiter ich die Rotolite also jetzt natürlich auch wegnehme, desto dezenter wird der Effekt. Das ist meistens eigentlich noch effektvoller, als halt eben jetzt volle Kanone draufzuhalten, dass man so als kleiner Wink am Rande, nur halt eben jetzt für die Demonstration, damit Sie auch sehen können, was hier passiert, habe ich jetzt die Rotolite einfach mal hier einen Meter nach rechts gestellt. Wenn Sie dann das Stativ mit der Rotolite noch einem Assistenten in die Hand geben und dann dementsprechend auch noch hier mit der Lampe dann ja noch ein bisschen bewegen und dann vielleicht noch ein bisschen weiter weghalten oder die Intensität anders einstellen, da kriegen Sie also wirklich ein sehr realistisches Feuer-Szenario hin, natürlich auf visuelle Art und Weise. Und das Praktische dabei ist, ne, es passiert also auch nichts, da kein echtes Feuer. Die anderen Farbfilter werde ich jetzt einfach mal hier so der Reihe nach kurz vorstellen. Ich habe die Rotolite einfach jetzt hier einfach ohne Effekt einfach hingestellt mit der ganz normalen Farbtemperatur von 5600 Kelvin, um Ihnen jetzt mal eben die Filter auch der Reihe nach vorzustellen. Das ist also ein sogenannter Bright Pink Filter. Den werde ich mal eben hier reinmachen. So, und da werde ich auch mal ganz kurz, kurz vorlesen, was also hier auf der Verpackung steht, wo die Filter ja auch mitgeliefert werden, wie man das hier sehen kann. Da ist also auch für jeden Filter hinten eine Beschreibung drauf, und hier steht Excellent as a hair light for blonde or brunette. Also das heißt, das gibt einen leichten, soll eigentlich dafür gedacht sein, dass man halt eben hier oben auf den Haarspitzen, auf der Haaroberfläche dann halt eben so einen schönen Schein hinbekommt. Gut, ich lasse das mal so im Raum stehen. Ich würde mit diesem Filter ganz andere Sachen machen, aber wie man sieht, man kann natürlich jetzt auch einfach dann diesen Filter einsetzen, um ein gewisses Licht zu erzeugen. Dieses Licht kann also jetzt auch in Verbindung zum Beispiel mit einem ganz normalen hellen Tageslicht funktionieren, dass Sie halt eben bei einer Porträtfotografie oder bei einer normalen Personenaufnahme in der Videografie zum Beispiel jetzt den Protagonisten einfach irgendwie ganz normal ausleuchten. Also die anderen Lampen wären natürlich jetzt noch an und könnten das als Spitzlicht benutzen, um halt eben noch, aus welchen Gründen auch immer, dann einfach irgendwo im Gesicht oder in den Haaren oder wo auch immer dann zum Beispiel, das geht natürlich auch für Gegenstände, einen gewissen Farbreflex dann einfach zu erzeugen, der dann einfach so als Schimmer vielleicht nicht mal unbedingt wahrgenommen wird, bewusst, aber halt eben unbewusst dann vielleicht doch, oder halt eben auch bewusst, wie man das halt eben auch möchte. Der nächste Filter ist ein sogenannter mittlerer Blau-Grün-Filter, den ich hier habe. Ich hatte Ihnen ja gerade schon einmal den blauen Filter gezeigt, den wir ganz kurz eben hier nehmen. Das ist der hier. Der ist also nochmal richtig blau, nochmal eine Nummer etwas anderes Licht. Mal kurz davor halten, sieht man auch direkt hier am Arm, wie das abstrahlt. Das ist so ein Blau-Grün-Filter, und der ist ganz wunderbar zu benutzen mit der SFX-Einstellung an der Rotolite, die also das Fernsehflimmern simulieren soll. Im Gesicht des Protagonisten, das hatte ich ja schon mal gezeigt, einfach die Lampe in Front auf aufstellen,
dann diese Lampe anmachen und dann hat man dann den Eindruck, als wenn dieser zum Beispiel sich jetzt gerade vor den Fernseher begeben hat und da einfach Fernseh schaut. Und das schauen wir uns mal ganz kurz an im Effekt. Einmal der normale nackte Effekt, so wie man das einfach jetzt so sieht, damit Sie auch mal sehen können, was die Rotolight dann macht. Selbst für die Leute, die noch keine Rotolight haben, ja, sowas aber auch, ne? Das sollte ja eigentlich nicht passieren. Und wenn ich die Leuchte jetzt ein bisschen weiter wegstelle und man dann einfach mal so ein bisschen auf den Schein achtet, also einmal der Schein, der jetzt auf mich selber scheint und natürlich auch das, was Sie im Hintergrund sehen können, dann kann das natürlich halt eben dann eine Szenerie einfach im Fernsehen sein. Also die Ablauffolge der Helligkeitseinstellung der automatischen hier bei diesem Effekt, dieser TV-Effekt, ist natürlich der, dass es sehr unregelmäßig ablaufen soll. Na, wie man sehen kann, also ich sitze einfach jetzt hier so, ne, und ach, das Programm ist aber auch heute nichts, ne, und dann zack hier, bups, Cut, Fernseher ist aus. Damit kann man halt eben dann dementsprechend so arbeiten in Verbindung mit der Rotolight. Und dann mit diesem Farbfilter, der also dann extra dafür auch gemacht worden ist. Das ist also dieser, also eine Mischung Mittelgrün, so zwischen Blau und Grün, einfach um diesen Fernseheffekt, dieses Licht so wahrheitsgemäß bzw. wahrheitsgetreu hinzubekommen, wie es nur geht. Der nächste Filter ist ein Mist Blue Filter. Also das ist ein Filter, der, wenn man die Rotolight jetzt hier erst einmal die Leuchte benutzt, boah, ich muss nicht so lange da reingucken, man hier zum Beispiel auch Mondlicht simulieren kann. Das ist also dieses etwas kühlere, kalte Licht, etwas anders als die normale Tageslichteinstellung, die wir hier haben von 5600 Kelvin. Ich habe natürlich jetzt hier für das Video einfach mal die Rotolight einfach ganz normal auf die 100% eingestellt. 100% Leuchtstärke müsste die Lampe eigentlich jetzt noch viel weiter wegstellen. Aber wie Sie sehen können, kann man hiermit ein etwas diffuses, etwas bläuliches, kühles Licht erzeugen. Das ist nochmal eine andere Variante. Ich mache die Folie jetzt mal eben ab, dann sehen Sie auch am besten den Unterschied. Na, und das ist jetzt ein Licht, das sieht natürlich jetzt sehr nach Scheinwerfer aus. Und in dem Augenblick, wo ich die Folie einfach hier vormache, ich mache das auch nochmal direkt, versuche da nicht reinzugucken. Dann sieht man also auch vom Licht her dann doch, dass es also ein gewaltiger Unterschied ist. Und das wäre natürlich jetzt wohl mehr so ein Mondlicht, was dann irgendwie durch ein Fenster, also wenn man die Rotolight jetzt ja mit dem Akku einfach zum Beispiel von außen vor einem Fenster einstellen würde und dann diesen Mondlichtschein im Wohnzimmer dann, wo man dann das filmt, was man filmen möchte, halt eben so einer kleinen selbstgeschriebenen Produktion, wie auch immer, einfach simulieren kann. Das wäre also dann der Ersatz für die Tage, wo der Mond also dann keinen Vollmond hat und auf sich warten lässt. Ist natürlich dann auch viel einfacher. Ist auch ein sehr toller Filter übrigens. Das ist so ein kleines Ding, wo man erstmal so guckt, ah, das ist ein bisschen blass, ne? Also passiert da gar nichts. Aber wie Sie sehen können, der Unterschied, wenn ich den Filter wegnehme, der ist dann halt eben doch, um beim Thema zu bleiben, dann wie Tag und Nacht. Der nächste Filter ist auch wieder ein Filter, der also laut Hersteller von Rotolight dafür eingesetzt werden soll, dann bei brünetten Personen, also Menschen mit brünetten Haaren, einfach nochmal so ein kleines rötliches Spitzlicht oben auf das Haar draufzusetzen. Das sieht so aus, werde ich jetzt auch mal hier einfach reinmachen. Sie sehen also auch, das ist überhaupt kein Problem, das geht ganz einfach. So, und ich habe natürlich jetzt keine brünetten Haare, ne? Kann mich jetzt hier auch nur so hinstellen. Aber mit diesem Licht kann man natürlich auch eine ganze Menge anderer Sachen machen. Das ist zum Beispiel auch ein Filter, den würde ich jetzt nebenbei noch für diese Feuer- und Einstellung einsetzen. Oder halt eben auch zum Beispiel, wenn ich jetzt im Bereich der Fotografie mich bewegen würde, für die Porträtfotografie, ist das auch ein ganz nettes Licht, mit dem man so ein bisschen rumspielen kann. Daher auch mal mein Tipp an Sie, machen Sie auch mal ein bisschen andere Porträts. Sie können ja auch mal mit bunten Lichtern arbeiten oder mit Spitzlichtern, die da vielleicht irgendwo einfach noch eine andere Farbnuance einbringen. Neben dem normalen Tageslichtscheinwerfer, den Sie so einsetzen, oder dem Blitzlicht, mit dem Sie dann arbeiten. Dafür sind diese Filter natürlich auch bestens gearbeitet, dafür auch bestens geeignet, nicht nur für die reine Videografie, damit kann man natürlich auch fotografieren. Der nächste Filter, den ich hier habe, das ist ein Filter, der die Hauttöne etwas dunkler macht. Ist natürlich jetzt viel zu nah dran, ne, aber um die Leuchte mal kurz eben ein bisschen weiter wegzustellen, damit Sie auch wieder so ein bisschen diesen Vorher-Nachher-Effekt haben. Das bin also ich jetzt hier, ne, bin also gar nicht so braun normalerweise auch. Und wenn ich jetzt den Filter wegnehme, mal eben kurz, um das zu zeigen, sehen Sie auch hier den Unterschied. Ne? Das ist halt eben sehr weißes Licht. Jetzt sehe ich auch wieder mehr so aus, wie ich normalerweise halt eben aussehe ohne Filter. Und dieser Filter ist dafür gedacht, um halt eben dann noch einen etwas wärmeren Hautton dann bei den Akteuren und Protagonisten dann einfach zu erzeugen. Auch hier kann man ganz gut sehen, der Vorher-Hinterher-Effekt ist eigentlich ganz gut sichtbar. Natürlich kann dieser Filter auch benutzt werden mit der Rotolight, mit der man ja auch, wieder für die Fotografen aufgepasst, natürlich blitzen kann. Ist also kein reines LED-Flächenlicht. Unter dem Video natürlich wieder der Link, in der Produktbeschreibung steht es auch drin. Mit dem kann man auch wunderbar fotografieren. Man kann ihn auch als Entwässer im Blitz einsetzen. Das ist ein ganz tolles Gerät. Der nächste Filter ist wieder ein Feuerfilter, ein etwas hellerer Feuerfilter. Ich halte ihn auch einfach mal kurz davor.
damit Sie sehen können, wie der jetzt hier dann ein etwas helleres Licht, ne? Also Feuer besteht ja aus verschiedenen Temperaturen und verschiedenen Farbspektren, je nachdem wie heiß das Feuer auch ist, das geht dahin bis zu blau und der ist halt eben dann etwas für das etwas gelbere Licht zuständig, für das hellere Licht und im Vergleich dazu hatte ich noch mal eben kurz den roten Filter davor. Sie haben es auch sehen können, das ist dann der große Unterschied und je nachdem, was Sie da halt eben auch zeigen, was da brennen soll im Hintergrund, was hoffentlich nicht wirklich brennt, kann man dann zwischen den verschiedenen Filtern einfach auch hin und her switchen und auch dieser Filter ist natürlich darum dann dafür gedacht, das Licht etwas wärmer zu gestalten. Der letzte Filter, den ich Ihnen zeige, das ist der, nennt sich Hollywood Frost, ist eigentlich im Prinzip nichts anderes als ein kleiner Diffusor, den wir kurz so gezeigt. Und der sorgt natürlich dafür, dass dann auch die hellen Lichtspitzen, wenn sie etwas näher am Scheinwerfer auch dran sind, einfach verschwinden. Ich mache den mal eben dran, ne, bringe sich das mal ganz kurz ein, wie das hier aussieht. Jetzt mache ich den Filter mal eben dran. Da könnt ihr auch sehen, dass die Spitzlichter jetzt etwas weg sind, also ist nicht mehr ganz so hell und ausgefressen. Das ist halt eben dann etwas milder, ist praktisch ein kleiner, schneller Diffusor für zwischendurch, wenn man den einfach braucht, wenn man dann zu nah am Scheinwerfer dran ist, wenn man das Licht vielleicht braucht oder auch einfach, weil die Räumlichkeiten dann das gar nicht zulassen, dass der Scheinwerfer weiter weg ist und man auch mit dem Runterregeln nicht mehr weiterkommt. Oder aber einfach, um ganz bewusst, wie jetzt in dem Beispiel dann hier, mit der vollen Leuchtkraft dann einfach ein ja, weniger Spitzlichter dann zu schaffen und die etwas zu entschärfen und abzumildern, damit es ein bisschen weicher wird. Ja, Disco hier, das war also das Set, was ich Ihnen gezeigt habe. Das Set, das Add-on Color FX Set, was man also so als kleiner, professioneller oder Semi oder einfach auch nur als Enthusiast, als Mensch, der Spaß an der Sache hat, einfach ein paar Filme zu machen zum Beispiel oder zu fotografieren, hier benutzen kann. Das für das Anova, dieses Set mit den ganzen Filtern, die ich Ihnen gezeigt habe, kommt hier so in der Verpackung, die hier drin ist, erinnert mich so ein bisschen an die alte Schallplatte, ne? So, hat auch das gleiche Format fast. Und diese Filter sind also alle hier drin und können einfach entnommen werden. Und die Befestigung habe ich Ihnen auch gerade gezeigt. Es geht also ganz einfach. Wenn Sie den Filter rausnehmen wollen, greifen Sie ihn einfach an den Rändern und dann ziehen Sie hier den Filter einfach so raus. Kann auch nichts passieren, kommen auch keine Knicke ran. Und wenn Sie den Filter einsetzen wollen, dann fangen Sie am besten damit an, dass Sie den einmal hier so dreimal unterschieben unter drei von diesen Haken und bei den anderen drei dann einfach auch nochmal. In der Mitte ist dann die Aussparung für das Logo, was dann hier oben drin sitzt und dann hat man den Filter einfach ganz schnell gewechselt. Unter dem Video gibt es natürlich wieder einen Link, der auf die Produktseite führt und auch zu den anderen Rotolight-Produkten. Gucken Sie am besten auch nochmal an. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.